aus meiner Sicht hier erstmal, zumindest für mich persönlich, unwichtig. Und da er sicher von der Grundschnelligkeit trotz seiner 36 Jahre nicht der langsamste ist, hier hat er ja keinen Haile Gebrselassie vor der Nase, kann er sich das auch erlauben. Also er will hier auf Sieg laufen und Sieg ist nun mal für einen Terger das Ziel. Er hat aus seiner Sicht viel zu wenig große Marathons gewonnen. Zweiter war er viermal, vierter war er zweimal, einmal hat er gewonnen. Also nach dem Umstieg, da hätte für ihn persönlich mit seinem Anspruchsniveau mehr herauskommen sollen. Petrova und Chepkemey an der Spitze, links Tulu. Und Genovese, die hinten Probleme hat. Ich denke, sie wird auch die Erste sein, die hier aus dieser Gruppe rausfällt. Wami noch dabei. Auch die Lettin. Jelena Prokupczuka. Das ist Petrova. Aus der zweiten Gruppe nach vorn gelaufen. Ludmila Petrova, 37 Jahre alt. 2002 in London, 2:22:33 gelaufen. Auch schon in Berlin gelaufen. Das ist die Auflistung. Salina Koskay, rechts glaube ich, hinter Petrova. Ja. 19 Meilen. Die Meile 1609 Meter. Und Stefane, immer wieder auch unser Rätselraten. Einige verzerren das Gesicht, da denkt man, das geht nicht mehr lange, aber das täuscht ungemein. Es ist typunterschiedlich, war es schon immer. Das Beispiel Emil Zatopek. Ich glaube, das ist das beste Beispiel. Das ist das Beste, aber es gibt auch andere in der Gegenwart. Die Russinnen, die bekannt dafür sind, dass sie ihr Trainingslager in Florida aufschlagen. Grigorieva zum Beispiel hat in Gainesville in Florida trainiert. Das ist natürlich für dieses Wetter ideal, eine hohe Luftfeuchtigkeit. Temperaturen, die jetzt in New York, hat sich bestimmt gut den Aber Kurs angeguckt. Park hat er richtig trainiert. Ja, den hat er sich natürlich angeguckt, die letzten Kilometer im Central Park. Aber Ramala kennt natürlich die Tücken, weiß, wie sich das anfühlt, wenn man dann schwach ist, wenn man kaum noch Energie hat, wenn alles wehtut, wenn die Beine schmerzen. Meile 25. Du weißt aber auch, in Berlin, Tergat hat dort seinen Pacemaker eigentlich gerade noch so abgefangen. Auch das war eine Sache der letzten paar hundert Meter. Naja, klar, also da hat er richtig Glück gehabt. In meinem Pacemaker, da hat er schon einmal Pech gehabt in Chicago, dass ihm der sogenannte Hase das erste Preisgeld. Kommt er noch mal? Na, der kommt zwar ein bisschen ran, aber wenn die beiden hier vorne mal richtig jetzt ernst machen. Ja, das machen sie aber im Moment nicht. Na, sie belauern sich natürlich auch. Ja, pass mal auf, der klautscht sich noch mal ran. Der Olympia-Zweite und Vorjahrs-Zweite, Map Keflesegi. Der kommt da nicht mehr ran. Da bleibe ich dabei. Vom East Drive jetzt aus dem Central Park geht es gleich in Central Park South. Und dann sind es jetzt nur noch 1,5 Kilometer für die beiden oder für das Trio. Boah, ist das spannend. Keflesegi, ist er weg oder ist er noch nicht weg? Eine Meile. Eine Meile, das sind noch 1600. Das sind noch 4,5 Minuten. Nein, nicht ganz. Boah, knappe 5 Minuten. Ramala, der Vorjahrssieger. Tergat, der Weltrekordmann. Und man möchte was sagen, auf was wartet der? Was guckt der Ramala? Aber es ist immer so einfach. Von außen sieht das so einfach aus. Ist es jetzt auch eine Frage des Respektes? Ramala hat sich vor dem Lauf geäußert. Tergat läuft hier mit. Er ist der Champion. Er ist der Größte. Er ist der Weltrekordmann. Aber ein Übermarathoni ist Paul Tergat ja nun auch nicht. Na, sie laufen natürlich auch alle im Grenzbereich jetzt. Auch ein Ramala. Ja, der will natürlich jetzt auch nicht. Er kann jetzt auch nicht mehr viel mehr. Er lässt vielleicht ein winzig kleines bisschen Energie noch für die letzten 200, 300 Meter. Er redet mit sich. Na, das sind natürlich diese Schmerzen, die man jetzt
durchkämpfen muss, komm, durchleben muss. Komm, was hat Rob Castella mal gesagt? Komm, Körper, du elender Körper, komm, komm, komm. Du musst jetzt hier noch durch. Ich verspreche dir auch, das ist das letzte Mal. Ich laufe nicht wieder. Und dann war es nie das letzte Mal. Es ist nie das letzte Mal. Es ist immer diese Zwiesprache, die man hält mit dem Körper. Die Rücksprache der Körper, der sagt nein. Das Spiel zwischen Engelein und Teufelein. Jetzt ist Matt weg. Jetzt ist er richtig weg. Links Tergat, rechts Ramela, links der Kenianer, rechts der Südafrikaner. Oh, und jetzt geben sie Zunder vorn. Und hinten geht gar nichts mehr. Der ist auf der Standspur. Da ist nichts mehr drin beim Vorjahrszweiten. Jetzt muss er es anerkennen. Tergat sieht aber ein bisschen besser aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, der sieht kontrollierter aus als Ramela. Der wird sich sagen, Franke, pass mal auf, du und deine Gefühle und deine Kontrollen. Ich gebe mich noch nicht geschlagen. Blick nach rüber, aber es könnte so kommen. Pokerface Tergat. Ja, das sind jetzt schon ein paar Zentimeter. Das sieht ganz danach aus, als würde sich Tergat jetzt lösen können von Ramela. Ja, es kommt so. Ja, Franke, da hätte ich auch Lisi Müller als Co-Kommentatorin nehmen können hier. Du musst ja auch sowas sehen. Das sind die Zweifachsieger, und besser gedacht, nee, das sind die Abstände, nicht die Zweifachsieger. War es das schon oder noch nicht? Dieser Ramela, der ist in diesem Rennen schon zweimal zurückgekommen, kommt auch das dritte Mal. Die berühmte Situation, die Zentimeter, die zu Metern werden. Sie sind gleich zu Hause, es ist nicht mehr weit. Kann hier noch einer spurten? Das ist die Frage. Paul Tergat, lässt er sich hier die Butter vom Brot nehmen? Schaut sich aber auch um. Nie das beste Zeichen. Nach 42 Kilometern, mein Gott. Da guckt er noch auf die Uhr. New York Marathon, da guckt er noch auf die Uhr. Und Ramela ist wieder dran. Ramela ist wieder dran. Unglaublich. Das ist ein Reflex. Ich kann mir nicht vorstellen, warum man hier oder dass man überhaupt noch was erkennen kann auf der Uhr. Nichts. Er kennt auch die Strecke. Reflex, sage ich doch. Die Startnummer 1 gegen die Startnummer 3. Oh. Ramela, Tergat, Tergat, Ramela. Kriechen beide auf dem Zahnfleisch. Noch 300 Meter. Nur bei dem einen ist es mehr zu sehen, bei Ramela. Tergat. Nützt ihm seine größere Grundstelligkeit über 10 Kilometer etwas? Nützt ihm das was, dass er als relativ junger Mann im Gelände gestählt wurde bis zum geht nicht mehr? Ich bin auch nicht sicher, dass Paul die Sache in trockene Tücher packt. Es ist ähnlich eng wie bei den Frauen. Vielleicht noch enger, Ramela ist vorn. Oh, das ist noch nicht gelaufen. Noch 50 Meter höchstens. Ramela ist vorn. Der Blick, Tergat, Ramela, Tergat, jetzt ist es ein Spurt, jetzt kommt Tergat und Ramela, Hilf Himmel, ich oder du oder ich, oh Gott. Mann, so ein Rennen hat es ja in Berlin gegeben und Ramela rechts, jetzt ist Ramela wieder vorn, Tergat links und das beim Marathon, wer gewinnt, Herrgott, Sakra, Tergat. Oh mein Gott. Nicht zu fassen. Nach 42 Kilometern und 195 Metern. Bei den Damen Susan Chepkemay Zweite, bei den Herren Ramela Zweite. Aber was für Zweite? Beb Kiflisegi im letzten Jahr Dritter, heute Zweiter. Oh, dieser Marathon, diese Ausgabe, diese 36. ist die Krönung. Seine Frau, Dr. Rosa. Und hier der geschlagene Zweite. Was hat dieser Hendrik Ramela für ein Kämpferherz gehabt? Totgesagte Leben länger. Der war schon weg und da kam er wieder. Sein Trainer und Manager Dr. Rosa. Federico Gabriele Rosa, sein Sohn. Dottore, sagen die Trainer. Dottore, genau, hier. Und der Federico Rosa hier im Bild, der Sohn von Dr. Rosa. Und der Manager. Genau. Der Vater ist der Trainer. Aber das Rennen, Dirk, ich zitter eigentlich fast immer noch. Das war ja sensationell.
was der hier geleistet hat. So, und nach Berlin, nach dem Weltrekord, ist das sein zweiter ganz großer Sieg. Robert Chariot, aber hier nochmal. Werbung für den Marathon in jeder Hinsicht. Und wen interessieren jetzt Zeiten? Wen, bitteschön? Ist das nicht piep egal, ob das eine 209 oder 27? Ja, egal. Große Rennen, große Sieger. Stefane Franke und Dirk Thiele durften es kommentieren. Was hat mal ein Philosoph gesagt? Große sportliche Ereignisse haben ein Nachbeben. Es wird noch eine ganze Weile beben. Und man wird über diesen New York Marathon, diese Entscheidung bei den Damen und bei den Herren noch eine ganze Weile diskutieren. Und nicht nur die Insider. Also ich kann mich nur anschließen. Wow, und das war Werbung pur für den Laufsport. Sensationell und ein großartiger Sportler, Paul Tergert. Aber ich ziehe meinen Hut vor Hendrik Ramala. Diesen Kampfgeist, der ist wirklich hochachtungsvoll. Und schließt bitte Susan Chepkemei mit ein. Genau. Okay, danke, das war's von Stefane Franke und Dirk Thiele. Okay, he's gonna go for victory lap. All right, come on, come on.